Ja, hallo Freunde. Das wird eine Videoantwort für Prana, seinen 100 Abonnenten Giveaway. Mittlerweile kann man ihn schon zu über 120 Abonnenten gratulieren. Ist ein wirklich ganz toller Kanal. Lohnt sich auf jeden Fall zu abonnieren, weil er dann doch sehr viel Liebe und ja, sehr viele Details in seinen Videos erwähnt, die man ja in vielen anderen Videos einfach vermisst. Zähle ich mich auch darunter. Also die Recherche, die er betreibt zu den Messern, die er da reviewt, das ist schon Wahnsinn. Ja, komme ich zu meiner Antwort. Welche drei Messer ich im Brandfall denn mit mir nehmen würde, ist eigentlich relativ einfach bei mir. Das erste wäre mein Kyocera Sandgarden. Das ist mein EDC, was ich schon seit über 3 Jahren mit mir trage. Und wenn ich das nicht in meiner Hosentasche habe, dann fehlt mir was. Ja, es ist ein relativ schlichtes Messer mit einer Keramikklinge, ein Kokobolo-Holz. Also sieht schon ziemlich, ja, ein bisschen runtergewirtschaftet aus. Aber wie gesagt, ich benutze es ja auch tatsächlich täglich und es macht einen guten Job. Ist ein Messer, was man sicherlich ersetzen könnte, weil es nach wie vor noch zu kaufen gibt. Aber ich wäre mit dem heutigen Wissensstand nicht nochmal so dumm und würde 250 Euro dafür hinlegen. Na, von daher unersetzbar für mich. Es gehört zu mir, wie das linke zum rechten Ei. Daher kommt es auf jeden Fall mit. Das zweite Messer, was ich auf jeden Fall mitnehmen würde, wäre das vom Heiko Hess, das Wildmark. Es ist nicht das erste, was er gemacht hat, aber es ist eines der ersten Wildmarks überhaupt, die er gemacht hat. Und ich denke mal, genau dieses Messer hat in Deutschland doch eine relativ große Welle ausgetreten, was den Heiko und sowohl auch das Wildmark sehr bekannt gemacht hat. Und ich bin stolz darauf, eines der ersten zu besitzen. Sozusagen mein fettes Teil. Und das würde ich definitiv nicht zurücklassen. Das gehört genauso zu mir wie dieses kleine Teil. Also tolle Handwerkskunst und ist ein Messer, was ich garantiert nicht mehr missen will. No? Und Nummer 3 wäre dann das Bark River STS-4. Ist für mich auch was Besonderes, da die Jenny Döpken von Klingenwelt etwas extra für uns besorgt hatte, für die Messerfreunde. Und ich glaube, in Deutschland gibt es jetzt, ich glaube, 9 Stück oder so. Und das macht es für mich auf jeden Fall zu was Besonderem, dass es nicht jeder hat und nicht jeder haben kann, es sei denn, er besorgt sich dann direkt aus den USA. Das macht es definitiv für mich zu was Besonderem. Und es erinnert mich immer eigentlich an unsere Facebook-Gruppe, an die Messerfreunde. Was aber noch viel wichtiger ist, seit Wochen sitze ich da dran und drehe dafür eine Review. Vom Tabletop bis Outdoor-Tests und so weiter. Da steckt momentan viel Arbeit drin und ich bin noch nicht fertig geworden. Das heißt, wenn ich das zurücklassen würde, wäre die ganze Arbeit für umsonst gewesen. Und daher muss es mit, dass ich meine Arbeit noch damit beenden kann, damit das Video endlich mal fertig wird. Und so wie die Zeit es momentan zulässt, wird es wohl noch etwas auf sich warten lassen. Ja, Prana, das sind meine 3 Messer, die definitiv noch den Weg in meinen Rucksack finden würden bei der Flucht. Ja. Ja, mehr fällt mir eigentlich dazu nicht mehr ein. Oh Gott, und ich habe auch schon 4 Minuten gequatscht und es sollten bloß 2 Minuten werden. Ja, macht's gut, Freunde. Was noch ganz wichtig ist, ich bin ja auch ehrlich. Ich bin ja ganz, ganz ehrlich. Ich bin kein Spyderco-Fan. Ich würde mir so nie einen Spyderco kaufen. Und ich bin auch kein Fan von einem Wellenschliff. Und du verlost hier ein Messer, was ein Spyderco ist, mit Wellenschliff, was ich beides irgendwo doch interessant finde, ich mir aber nie kaufen würde. Aber wenn ich es gewinnen würde, da würde ich mich riesig freuen. Von daher, logisch, dass ich mitmache. Ja, bin ja nur ehrlich.